Ich werfe Ihnen das hin. Und zwar ist das aus einem Interview 2019 mit Zelenskys wichtigen Berater Oleksiy Arestovych. Den sollten Sie sich öfter angucken. Das ist ein Mann aus dem ukrainischen Militärgeheimdienst, der eine wichtige Rolle hat. Und das ist jetzt die Frage des Interviewers. Wenn 2019, ja, wenn die Ukraine der NATO beitreten will, können wir dann über ein paar Daten zur Beendigung des Krieges im Osten sprechen? Arestovych, nein, wir werden nicht über irgendwelche Kriegsendtermine sprechen. Ganz im Gegenteil. Das ist ja der weitergehende Krieg im Donbass. Also das heißt die Beschießung des Donbass. Wir werden nicht über irgendwelche Kriegsendtermine sprechen. Ganz im Gegenteil. Es wird Russland höchstwahrscheinlich dazu veranlassen, eine groß angelegte Militäroperation gegen die Ukraine zu starten. 2019. Weil sie unsere Infrastruktur zerstören müssen, mit der sie den Donbass angreifen und alles hier in verwüstetes Territorium verwandeln müssen, sodass die NATO uns nur ungern aufnehmen wird. Frage, Sie meinen, Russland wird es wagen, die NATO direkt zu konfrontieren? Arestovych, natürlich, Russland. Sie müssen dies tun, bevor wir der NATO beitreten, um uns für die NATO uninteressant zu machen. Sie würden wegen der Verwüstung nicht interessiert sein. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% ist unser Preis für den NATO-Beitritt ein großer Krieg mit Russland. Und wenn wir der NATO nicht beitreten, wird es innerhalb von 10 bis 12 Jahren eine Übernahme der Ukraine durch Russland geben. Hier ist die Weggabelung, vor der wir jetzt stehen. Und jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Fragesteller, aber warten, wenn wir die Dinge auf die Waage legen, was ist in diesem Fall besser? Arestovych, natürlich ein groß angelegter Krieg mit Russland und der NATO-Beitritt als Ergebnis der Niederlage Russlands. Das coolste überhaupt. Frage, und wie kann ein groß angelegter Krieg mit Russland aussehen? Arestovych, nun, das wird eine Luftoffensive sein, die Invasion von 4 russischen Armeen, die sie an unseren Grenzen aufgestellt haben, die Belagerung von Kiew, der Versuch, unsere Truppen in der Donbass-Zone einzukreisen, der Durchbruch der Landenge von Perekop auf der Krim, der Vormarsch zum Karkowa-Stausee, um die Krim mit Wasser zu versorgen, die Offensive vom Territorium Weißrusslands aus, die Gründung neuer Volksrepubliken, Sabotageaktivitäten, Streiks gegen kritische Infrastruktureinrichtungen und so weiter, Luftangriffe. Das ist ein umfassender Krieg und seine Wahrscheinlichkeit beträgt 99%. Die Frage, wann? Nach 2020, 2021, 2022 sind die kritischen Jahre. Das sagt er 2019. Sagen Sie mir jetzt, Putin, der wahnsinnige Putin, hat den Krieg vom Zaun gebrochen. Und also das ist sozusagen die Plan, der sagt, das ist unsere Chance. Unsere Chance als Ukrainer, das, was ich Ihnen vorher vorgeworfen gelesen habe von diesem C-14-Mann, vorgeworfen habe. Ich werfe Ihnen die Teile vor. Wenn Sie das sehen, dann ist das Gleiche. Das heißt, man hat darauf zugearbeitet, dass es dazu kommt. Sie können nicht sagen, dass sozusagen das arme Kuschelhäschen Ukraine überfallen wurde, sondern das ist Teil deren Strategie, sich zu überlegen, wie ihre Bedeutsamkeit erhöhen können. Dazu gehört diese Trennung, das neue Europa, also Europa aufzugliedern. Und jetzt der nächste Hammer. Die Amerikaner unterstützen diese Idee des Trimariums Intermariums mit 1 Milliarde US-Dollar. Haben sie bezahlt dafür. Das sind unsere, ich sage jetzt immer, das sind unsere Alliierten. Also unsere amerikanischen Freunde, deren Interessen wir unbedingt ausführen müssen. Überlegen Sie sich das gründlich. Ja? Also das heißt Intermarium, Old Europe, New Europe, Trimarium, merken Sie sich das. Und diese Aufgliederung Russlands mit Regime Change, Putin weg. Das ist die Planung.